Flying Witch, what the fuck? The Base ist was? Herzlich willkommen zurück zu Serious Sam 2. Nach dem unglaublich schwachen Bosskampf setze ich mich jetzt hier erstmal an den Moor und angel eine Runde. Und angeln. What the fuck bist du denn? Oh mein Gott. Wir haben in dem Level ein... Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Kannst du mal bitte kommen helfen? Was ist hier gerade passiert, Mann? Wo sind meine Waffen? Was ist das? Was geht denn mit der Hexe? Warum ist denn hier so viel los? Flying Witch, ja, was ist hier los? Wo sind unsere Waffen? Ja, wo sind unsere Waffen? Das frage ich mich auch. Hallo? Hallo? Ich bin schon wieder tot. Hallo, was ist der eigentlich für einer? Warum hat er vor allem eine Zigarre im Mund? Sag mal, Bodo, es ist irgendwie nichts, wie es gerade eben war, ne? Nee, überhaupt nicht. Es ist mal ganz kurz jetzt eskaliert. Was ist hier los? Mitten ins Maul. Okay, weißt du, dann machst du mal ganz kurz, hast den Boss erledigt. Der Boss nimmt dir dann im Tod alle Waffen weg. Und du kannst nichts mehr. Der Abfall hat uns die Waffen weggenommen, ist klar. Ja, wie kannst du es dir sonst erklären? Wo sind unsere Waffen denn? Als wenn der Affe das geschafft hat. Ja, der Affe war ein Bob, aber... Wo sind unsere Waffen, Mann? Ich habe keine Ahnung. Das war wahrscheinlich die Hexe. Ja! Da ist was dran. Ich hatte auch das Gefühl, ich höre die ganze Zeit schreien. Mich greift doch irgendwas an, ich weiß nur nicht was. Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder die automatische Shotgun. Warum bin ich denn die ganze Zeit... Warum verliere ich die ganze Zeit Leben? Keine Ahnung, wo du bist. Zieht der Moor irgendwie was ab oder so? Hey, ohne Witz, die Hexe schreit doch die ganze Zeit irgendwie. Weißt du, da stirbst du gefühlt zwei Parts lang nicht und auf einmal zweimal in zwei Sekunden. Aber nur, weil die Hexe völlig eskaliert und du keine Waffen hast. Ich finde das so scheiße, dass unsere Waffen weg sind. Oh ja. Guck mal, hier ist eine Tröte. Oh oh. Get rid of the evil bitch. Ist klar, ne? Schieß die scheiß Hexe mal ab! Also auch das haben wir nie gesehen, ey. What the fuck? Was hab ich denn hier aktiviert? Oh Gott, was macht der Bruder eigentlich? Was war das jetzt? Hinter dir! Was sind das für fliegende Totenköpfe? Was geht hier ab? Und warum sind hier so viele Hexen? Totale Eskalation, ey. Wir haben noch ein Herz, ne? Ein Herz. Ein verficktes Herz. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo du bist. Das kommt erschwerend hinzu. Was geht denn hier ab, Mann? Ich versuche mal aus der Distanz mitzuwirken. Weil nachdem ich mit einem Leben auch gleich tot bin. Ich habe jetzt die Plasma Rifle, aber okay. Die ist neu. Ja, ich gehe mal davon aus, weil es Kapitel 2 ist, dass wir halt von Null starten, ne? Heißt es, wir haben jetzt das erste Kackteil? Wir haben das erste Medaillon, ja. Innen sind noch Leben. Aber wo zur Hölle geht's lang? Boah, ich habe wieder 26 statt 1. Ja, wahrscheinlich irgendwo hier hoch. Okay, hier geht's nicht lang. Gibt's bestimmt irgendeinen Weg. Was ist eigentlich damit? Das sieht so verdächtig aus hier. Oder das hier. Das sieht alles verdächtig aus. Kommen wir hier hoch? Nein.
Oder ist schon wieder irgendein Event nicht gestartet? Oder müssen wir etwas zusammenbauen? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man irgendwas bauen muss, ganz ehrlich. Bist du oben? Nee, ich glaube, da kann man auch nicht rauf. Nee, ich glaube auch nicht. Das wäre nämlich physikalisch gerade schon gegangen. Wenn die gewollt hätten, dass man dann... Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht hier lang. Vielleicht müssen wir auch wohl dieses Skelett hier rüber. Nee. Auch nicht? Keine Ahnung. Ich hätte ja vielleicht einfach gesagt, mal hier lang. Ja, ich bin richtig, Bodo. Nee, ist zu einfach. Ja, aber ich bin aber trotzdem richtig. Alter, diese Hexe ist völlig OP. Was ist hier eigentlich los? Oh mein Gott. Ja, ne? Die Hexe rastet völlig aus. Du kriegst ja richtige Angstzustände, wenn du auf einmal diese Hexe siehst. Ja. Wie mir ihr Besen gerade entgegengeflogen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier zum ersten Mal Game Over gehe. Ich hoffe, ihr einfach schnell die Leben. Gegner sind super schnell down, aber irgendwie teilen sie sehr viel mehr aus als in Kapitel 1. Ja. Dann ist wieder so ein Dino. Oh nee. Ich versuche mal mit Granaten zu arbeiten. Ignorieren wir ihn einfach. Was? Okay, ich glaube, wir können ihn nicht mehr ignorieren. Na, haben wir auch nicht. Er ist doch schon down. Mit Granaten geht es easy. Die Plasma Gun ist einfach ziemlich geil. Das auch. Aber diese Hexen sind echt furchtbar, ne? Ja. So, jetzt habe ich auch mal endlich genug Rüstung und so. Vielleicht geht er nicht ganz so schnell down. Ich habe noch 6 Leben. Ich muss mal langsam aufpassen. Ich habe nur noch 4. 4? Oida. Ja, aber klar, dass sie in Kapitel 2 jetzt erstmal wieder völlig übertreiben. Kann dieses Scheißding da hinten mal kaputt gehen? Das macht auch irgendwie Schaden, oder? Ihr macht gerade alles Schaden, hab ich das Gefühl. Oh, ich geh schon wieder in die Offensive. Du gehst schon wieder in die Offensive. Ja, ja, wenn du in die Gegner reinrennst, ist das in die Offensive gehen. Ich hab irgendwas gefunden. Irgendeine Stöpsel. Die wir bloß nichts, wo Gegner kommen. Alter, Eskalation. Ja, ich hab das schon. Ich hab doch das Ding schon. Was für Türen soll ich überhaupt aufmachen? Das da? Ich hab außerdem das Ding schon gefunden. Ich glaube, ich brauche nur die richtige Tür. Ich würde sagen, das hier. Da muss ich es reinstöpseln. Jo, ich hab's schon. Oh, was erwartet uns hier? Oh, Gott sei Dank. Puh, der Tank! Oh Gott. Ist das freundlich oder eher so nicht so? Nee, ich glaube nicht. Weißt du noch, als wir CSM 3 versucht haben, auf Mantle zu spielen, wo die Gegner einfach alle unsichtbar waren? Ja. Oh, ich spiele mit CSM 3 auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Wo sind die Gegner? Warum sterben wir die ganze Zeit? Oh, sie sind unsichtbar. Das war krank. Ey. Das war wirklich krank. Yo, da ist der Tank. Und Tank ist tot. Granaten, FTW. Granaten sind richtig geil. Aber hast du also, nicht viele von. Mir gefällt die Plasma Gun gerade richtig gut. Ich möchte trotzdem mehr Granaten, bitte. Liegen doch überall welche. Ich habe 30 Stück. Ich kann keine mehr haben. Echt? Ja, gut, ich verballer die aber auch echt gut. Ja, ich habe dann auch mal die Sirius-Kanone, ne? Oh, da kommt Cerberus.
Ich will die endlich mal zünden, die Sirius-Kanone. Das ist ja auch nett. Der Gegner erscheint und bevor ich mich überhaupt bewegen kann, werde ich von ihm gerammt. Ich möchte die mal zünden jetzt. Ja, dafür will ich ein bisschen mehr Gegner haben. Ich schau mal, ob ich die da hinten irgendwo zünden kann. Da hinten kommen nämlich viele Gegner, glaube ich. Ich hasse diese schnellen Gegner. Was war das? Da ist ein Dicker. So, ich komme in die Mitte und zünde das. Ich zünde das. Watch this, watch this. Boah! Ich bin auch gestorben. Suicide, what, aber dafür ist alles fuck andere auch gestorben. Das war krass, ey, diese Cerberus, die laufen wie die Klurs. Nämlich behindert. So, ich hab da kann überhaupt keinen Plan, wo es lang geht. Überhaupt nicht. Man diese stimmt irgendwie rauf. Aber dreiköpfige Hunde gehen mir so unglaublich auf den Sack. Mann, die kommen auch einfach von überall. Ja, wie die Klurs, sag ich doch. Die verhalten sich wie die Klurs. Es gab auch noch nicht einen Klur. Weißt du, wenn ich nicht wüsste, dass es Klur Island gibt, würde ich sagen, sie haben sie aus Teil 2 echt entfernt. Dann würde ich denken, das ist der beste Series Sam Teil. aller Zeiten. So ist es einfach nur scheiße. Du verballerst hier auch einfach 1000 Schuss. Alter, was ist das denn? Ich habe hier eine Tröte. Secret Crocodile Horn has been activated. Was? So, all diese scheiß Hunde gehen mir auf den Sack. Oh, ich laufe jetzt einfach weiter. Und die Hexe sowieso. Wenigstens habe ich mittlerweile wieder 9 Leben. Alter, eskaliert das hier in diesen Wäldern. Du kannst hier nicht einen Meter laufen, ohne dass dich irgendwas anfällt, anspringt, anschießt oder ja, sonst was passiert. Alles. Wow. Was ist der Tank da hinten schon wieder? Ja, genau. Ich komme hier gerade an, ich will Alter Munition einsammeln. Ich habe wieder nur ein Leben, Bodo, ne? Ich bin schon wieder tot. Krass. Komm, eine Hexe. Oh, jetzt bin ich auch tot. Egal, es geht mittlerweile wieder. So, was das Sterben und so angeht. Oh, diese scheiß Hexen. Mal können da auch mal die Gegner aufhören zu kommen oder was ist hier eigentlich los? Nee, geht nicht. Nein! Ich muss darüber. Hier ist eine unsichtbare Wand. Was soll das? Oh, ich sterbe jetzt. Ich sterbe, weil ich in diesem scheiß Sumpf gestanden bin. Ich glaube, man stirbt, rechts, wenn man kommt schon wieder so ein dicker Dino. Wenn man sich zu weit entfernt, dann glaube ich, stirbt man in diesem Sumpf. Wirf einfach eine Granate und dann ist er gleich down. Ich bin gleich schon wieder down. Eben hatte ich noch 130 Leben und auf einmal. Ja. Ich habe ein extra Life bekommen. Bin wieder bei 8. Boah, das Tor geht endlich auf. Holy shit, ist hier Eskalation, ne? Jawohl. Ja, yummy in der Tat. Weißt du, ich sehe sofort, dass du von links erst so völlig zerrissen wirst. Das Einzige, was du nicht hast, ist Munitionsmangel mit dieser Plasma Rifle, ne? Aber dafür stirbst du halt auch dreimal pro Minute.